So, moin. Moin. Wir sind wieder hier. Ich bin froh, dass der Heli jetzt wieder hier bei Jörg in der Werkstatt steht. Und wir haben gestern schon mal einen Tag angefangen, alles hier schön sortiert. Die Teile liegen da. Wir wollen heute, Hauptthema ist die Motorhaube. Also wir haben gedacht, wir fangen vorne an und arbeiten so ganz langsam nach hinten hin. Ganz langsam? Ja, ja, so Stück für Stück. Ja. Wir haben gestern schon gesessen hier und die Zierleisten. Da habe ich bestimmt einen Tag schon nur für die Zierleisten gebraucht. Ja, weil wir wegen Danny haben wir dazwischen statt der Zierleisten Unterlegscheiben als Abstandhalter ja gemacht. Ja, und so, dass er das, ja alle raus. So, dass er das schön angleichen konnte, ja, zueinander. Es war ja alles eine Hügellandschaft. Hat Danny gut gemacht. Danke, Danny. Danke, Danny. Wirklich super Typ. Ja, das heißt, wir haben hier viele Teile schon zusammengesammelt. Das sind natürlich auch die Teile, die ja früher dran waren. Das sind so die Ölkühlerschlitze für die Ölkühlung. Die kommen, damals mal waren die an einem XJ6 Jaguar dran. Erste Serie. Erste Serie. Aber die zweite hatte das, glaube ich, auch so ähnlich. Oder hatte das, glaube ich, so. Die sind voll schwer, ne? Ja, die sind toll. Die müssen wir noch ein bisschen sauber machen. Das muss ja jetzt alles ordentlich und sauber sein. Dann haben wir ja diese Spiegel ergattert bei eBay. Das wisst ihr ja schon von einer gewissen Person. Ne? War ganz nett von dem, ne? Ja. Was hier fehlt, Jörg? Da müsste ich dich noch mal fragen, du bist ja Dichtungsschneider-Spezialist. Dichter und Denker. Ob wir hier so Gummis machen können. Ne? Die, ja, ich hab Gummi von der Rolle. Genau, und dann schnitzeln wir uns da was hin. Das ist aber geriffelt. Ja, das zeigen wir gleich mal. Das kriegen wir schon hin. Können wir noch runterschlagen. Aber auf jeden Fall ist das ja blöd, wenn man das so auf den Lack baut. Das ist, gehört sich nicht. Ja. Dann haben wir ja die neuen Stoßstangenhörner. Die haben wir so ein bisschen modifiziert. Das sind eigentlich auch so Sportstoßstangenhörner für den Ausziehen Heli. Eigentlich ja nur für hinten. Aber wir haben gedacht, wir bauen die vorne an. Das werdet ihr hier sehen, wenn die dran sind. Sieht rattenscharf aus. Ich glaube, das wirkt. Und da haben wir die Halter umgeschweißt. Was waren die ursprünglichen hier? Und, und da haben wir andere Abstandhalter dran. Hier habe ich Gegenstücke gebaut. Die kommen da hin. Da hast du auch schöne Edelstahlschrauben noch mitgebracht? Die hatte ich doch da in meiner Tüte. Die habe ich ja von zu Hause mitgebracht. Die nicht Tüte. Von? Nee, nicht von Bengstein, nein. Was ihr mir denkt. Nee, die kommen dann da rein, schöne Edelstahlschrauben. Da haben wir Gewinde reingeschnitten. So, das werden wir alles heute machen. Die Hubenanlage werden wir anbauen. Das liegt ja auch schon hier bereit. Was haben wir denn noch? Hier, die Chromringe. Die Chromringe. Das waren mal von der Zündapp diese Ringe hier. Das sind Chromringe für ein Tacho. Nee, und da haben wir ja hier kleine Scheinwerfer eingebaut. Und da brauchen wir hier diese Blenden, die sollen da ran. Und die müssen wir noch so ein bisschen hinschleifen, weil die noch nicht ganz genau mit der Karosserie abschließen. Ja, die können wir aber ein bisschen verbiegen noch. Das ist ein sehr dünnes Edelstahlmaterial. Die können wir so ein bisschen hinbiegen und zur Not müssen wir die noch so ein bisschen einschleifen vielleicht. Das werden wir machen. Ja, und ich glaube, das langt erstmal, wenn wir das fertig haben. Wa? Du kannst ja mal anfangen mit den Dichtungen. Und dann brauche ich auch Gummigegenstücke. Mhm. Kann ich die, dir auch die dahin kommen, damit der Lack nicht auch da rumscheuert. Ich habe auch hier Durchschläge dafür. Locheisen heißt Locheisen. Das. Entschuldigung. Das hast du nicht gelernt. Also ich habe mehr früher mit Locheisen zu tun gehabt wie du, natürlich. Was denn? Ich musste ja auch Dichtung schneiden. Wasserhahndichtung schnitzen oder was? Von damals haben wir ja so Dampfkessel aufgestellt. Und da waren so riesige Flansche immer, weißt du, wo die Leitungen von dem Kessel losgehen. Und das war eine riesige Dichtung. Und die musste man alle selber schneiden, aus dicken Gummimatten, ausschneiden mit der Schere und dann Löcher reinmachen, damit die Bolzen da durchkommen. Habe ich damals Dichtung geschnitten. Wieso Dampfmaschine oder was? Dampfheizung hatten wir früher gehabt. In den Schulen. Ist das nicht und so. Voll gefährlich? Ganz gefährlich, du. Wie hat das funktioniert? Da hast du mit dem Dampf... Heißer Dampf. Der wurde und der Dampf wurde durch die Heizung geleitet? Ja. Also da war kein Wasser drin, sondern heißer Wasserdampf. Ja. Schreckliches. Oh, Alter, und dann irgendwie so... Nee, und wenn du denn da irgendwo mal ein Ventil auswechseln solltest, da irgendwo in der Schule, und da waren so 1,5 Zoll dicke Ventile. Ja. Und wenn das dann noch nicht richtig leer gelaufen ist, dann hast du manchmal so einen Dampfstoß gehabt. Ne? Dann kam ja richtig heißer Dampf. Da hast du dich verbrennen können an dem Kram. Also ganz gefährlich früher. Dampfheizung gibt es ja gar nicht mehr. Zum Glück. Ja. Aber habe ich noch verarbeitet damals.
Kurz nach dem Krieg. Ja, war mal so rührig doch. Ja. Ich zeig dir mal die Gummimatte, die ich im Lager gefunden habe. Ja, zeig doch mal. Guck mal, das ist eigentlich so. Das ist so Treppenfußmattenmaterial oder so. Also das kommt jetzt irgendwie aus dem Schiffsbau. Ja, das ist doch schönes Platz abgerissen. Das ist doch schönes, dickes Gummi. Das kann man bestimmt auch gut schneiden, wa? Das kann man mit der Schere schneiden oder mit der ja. Blechschere. Ich kann ja mal was rausschneiden und dann versuche ich da mal die Dichtung zu machen. Mach mal. Soll ich das jetzt machen? Ja, ich mache was anderes. Gut. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir fangen an. Andi, warum willst du das jetzt einschlitzen? Warum will ich das einschneiden? Das muss eingeschnitten werden, weil da diese Gummizierleiste, Kederleiste. Ach, dieser Keder. Der muss da reinpassen. Aber ja, ich darf das natürlich nur bis dahin schneiden. Sehr gut, ne? Ja, ich schneide mal an und dann drehst du es um. Kannst du mir das mal so halten? Ja, ich setze mal aber Gehörschutz auf. Du hast ja deine Hörgeräte. Du musst nicht immer darauf hinweisen, dass ich behindert bin. Bist du? Mit den Ohren, ja, bin ich. Ich habe nämlich einen Lärmhörschaden, oder wie sich das nennt, von den ganzen lauten Motoren, die ich immer erleben musste. Das ist aber selbsterzeugtes Leid, oder? Ja. Kann ich ja nichts für. Aber das Gute ist, die Hörgeräte, die pegeln das runter, wenn du die Flexer machst, oder? Ja, ich habe ja eine App. Ja? Da kann ich das einstellen. Eine Flex-App? Nee, das nicht, aber das ist schon in Ordnung. Kannst du mir doch Radio hören? Ja, ihr müsst euch jetzt nicht noch darüber lustig machen. Okay. Nee. Kannst du es sehen? Ja. Muss reichen, ne? Ja, kannst du mal probieren. Ja, das reicht. Ja, jetzt passt das nämlich. Da konnte ich nicht. Noch eine Mutter. M6? Nee, M5, aber habe ich hier, habe ich ja mitgenommen. Und hier gehört eigentlich auch noch eine Schraube hin. Da. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das durchbohren sollen. Guck mal da. Wo da? Wenn, dann müssen wir das ja von dieser Seite jetzt bohren. Da muss eine Schraube eigentlich hin. Aber damit der so ein bisschen runtergedrückt wird, weißt du? So, Andi, dann müssen wir jetzt ein Loch bohren. Ja, ich habe schon wieder gleich Nerven zu. Soll ich das machen? Ja. Ich mach das. Also ganz schlimm jetzt. Weil das hier zugespachtelt worden ist, hier war nämlich ein Loch vorher drin. Und jetzt müssen wir da ganz vorsichtig. Wir bohren mit klein, damit ja. Der Spachtel nicht wegbricht. Genau. Und dann können wir von außen etwas größer. Also ich stelle mich hier hin und sag Stopp. Ja, hält sie Hand vor, damit der Spachtel nicht ja. Wegbricht. Zausi! Ja, hier bin ich. Moin, Zausi! Hier ist der große Meister mit jetzt, dem schwarzen Koffer. Jetzt kommt der wichtigste Mann. Der wichtigste Mann. Hier ist die Elektronik drin. Ja. Damit du weißt, wo das lang geht, ne? Stell mal deinen. Alles klar. Stell mal vor. Das ist Zausi. Das ist mein Vater. Zum Beispiel, ja. Aber wir sehen uns ähnlich. Siehst du das? Ich hoffe nicht. Aber ich habe heute keine Mütze auf, deswegen nämlich. Ja. Das passt nicht. Wir haben nämlich Zausi Bescheid ist so schwer, gesagt. Der Koffer, ich muss ihn erstmal abstellen. Ist schwer, wa? Hände in die Tasche, so. Ja. Zausi, du weißt, was du zu tun hast, ne? Was denn? Ich habe doch hier diese schönen neuen Rücklichter. Ach ja, die habe ich schon gesehen. Die waren gestern schon da, ja. Ja, und die musst du anklemmen hinten. Ja, ich will das jetzt nicht mit Steckverbindung einfach zusammenlöten. Ja, das schaffe ich gerade. Zwei Drähte schaffe ich gerade. Ja, und dann mit Schrumpfschlauch. Habe ich alles in der Tasche. Super. Gut. Und dann habe ich noch die Nummern. Guck mal, das hier, nimm das schon mal. Das muss ich in der Hand nehmen. Und dann habe ich. Wo sind denn die kleinen Leuchten? Ja. Ja. Guck mal, die sind ganz toll, du. Die,
Das sind die Nummernschildbeleuchtung. Die hast du bestimmt im Internet gekauft. Habe ich im Internet gekauft. Und die sind aber LED. Ja, du musst mal polen. Siehst du? Ja, sonst sagst du, die ist kaputt. Ja. Was muss man polen? Die muss das man, LED. Die, darfst du, die musst du richtig anschließen. Plus, Minus? Ja, andersrum geht sie nicht. Die geht nur in eine Richtung, wenn du eine anschließt. So, die. So, das auch noch. Anschließen. Jetzt tragen oder was? Das wird immer schwierig. Und die eine ist noch verpackt. Ja, soll ich jetzt löten? Mhm. Ja, wir wollen auch mal was tun. Dann muss ich ja nach hinten gehen. Ja, du gehst nach hinten. Hast du schon diese Platte gemacht hier? Aus nee. Das können wir mal zwischendurch mal machen. Die musst du machen, die Kennzeichenplatte. Da. Wir brauchen eine Kennzeichenplatte, damit die Nummernschildbeleuchtung angeschraubt werden kann. Da habe ich ja eine tolle Idee schon, guck. Also muss ich schwarz machen, ne? Ja, die nehme ich dann wahrscheinlich mit zum Beschichten. Aber mit diesen Schrauben werden wir die nachher die Blechplatte festschrauben. Ist das nicht ein bisschen brutal? Nein, du siehst nur diese nachher. Nur den Kopf. Ja, das sieht doch toll aus. Zwei Stück nur. Ne? So, lass uns mal die Löcher bohren. Ja. Wir bohren jetzt mal die Löcher. Ich habe Angst. Ich bohre, du hältst die Hand davor. Kommst du da hin denn? Ja. Sag bloß nicht so drücken. Ne? Drückst du? Nee. Drückst du? Nee, ne? Nee. Ich habe auch ein bisschen. Kennst du das, wenn man so im Mauerwerk von der Innenseite nach außen bohrt, mit einem dicken Bohrer, wenn du irgendwo ein Kabel durchhaben sollst? Ne? Und du denkst, du bohrst da rechtwinklig. Und dann bohrst du mit voller Kraft und dann hast du ja so einen ganzen Placken, den ganzen Putz ab. Auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite. Ja, weil sich das dann genau, weil es dann mit Putz dann ab. Hab ich schon so oft gehabt. Ja. Dann gab es immer Mecker. Hätten die nicht aufpassen können? Ja, ganze Tapete mit runtergekommen. Ganze Garage kaputt. Ich muss hier halt aber auch an der Lampe vorbeikommen. Ja, ist dabei. Ist durch. Ist schlimm? Oh, alles abgeplatzt. Nein. Scheiße. Andere Seite, alles gut gelaufen. Komm, dann läuft ihm der Schweiß runter fast. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Aber es ist schon grenzwertig. Mhm. Jetzt muss ich nur noch schöne Schrauben finden. Jo, sauber. Was hast du jetzt, 5 mm? Oder? Das ist jetzt 5. Wie groß willst du denn? Ne, kann ruhig. Ist das M5 oder M6? Eine Schraube rein. Die hier. Ich will bloß welchen Edelstahl haben. Da kommt jetzt eine Senkung rein. Nochmal runterklappen. Nee, mach noch ein bisschen. Ja, hast du Angst? Ja, das war noch nicht richtig. Ja, gut. Den Rest zieht er sich rein. Oder? Ja, und wenn das hier schön Edelstahl ist, dann sieht das auch gut aus. Ja. Da bohrt man so ein Loch in so frisch lackiertes Blechkleid, ne? Das ist auch ein bisschen eklig irgendwie, ne? Ja. Jetzt hast du wieder Angst, ne? Ja. Steck mal rein. Ist gut, ne? Ja, die Drückfilm und die. Das ist ja Alu dahinter. Also die war ja auch vorher drin. Ja, machen wir euch nur einen Meter. Ja, so ist gut. So, was wollte ich denn jetzt? Die Chromringe? Ich könnte jetzt. Ja, hier ist Problem. Wir müssen mal zu Tausi. Der hier, das sind ja nur zwei Leitungen. Ja, und das ist hier einmal Bremslicht, einmal Rücklicht. Und wo ist die Masse? Die Masse kommt hier nachher ran. Weißt du das genau? Ja, das war bei dem auch so früher. Das war original. Ach so, dann ist es in Ordnung. Mhm. Aber ich dachte, das wäre nur. Nee, das ist. Und hier ist ja eine zwei Faden. Ja, weiß ich drin. Doch. Ja, und hier dann auch. Mal sehen, wie sie sich das gedacht haben. Hm. Wieso helfe ich dir jetzt eigentlich schon wieder? Ich ja, eben, die mach doch dann Dichtung. Ja, mach, komm her. Und ja, hier müssen wir irgendwo eine Masse ranmachen. Ja, so geht's nicht. Ich löte was an. Genau. Soll ich mal den anderen auch so auseinander nehmen? Den hier, ja. Ja. Nehme auseinander, dann löte ich da was. Und hier sind die Schrauben, die lege ich mal. So ein kleiner. Ne, lass ihn ja mal nicht verloren gehen. Nee.
Gut, dann löte ich deine Dings an erstmal. Könnten wir größer machen, dann andere. So, mit der schönen alten Schneiderschere. Das ist kann nämlich auch dickes Gummi. Das ist 3 mm. Ja, klar. Was ist denn eben? 4 mm? Ja, eher das. So, so. Ich das mal. Aber ich schraube jetzt erstmal auseinander und dann lötest du erstmal in Masse ran. Ja. Gut. Ich habe hier auch einen Karton mitgenommen, wo Kabel drin sind und so. Das zeige ich dir gleich mal. Zeige ich dir gleich. Ich habe sonst auch Kabel mit. Ja? Wenn du bessere Kabel hast. Ne, ich zeige dir das gleich. Ja, gut. Gut, das ist so ein schöner Stecker. Mhm. Wir müssen ja mal sehen, welches von diesen Masse ist hier, ne? Du sag mal, dann können wir doch das Masse, ist Masse. Den kannst du doch hier gleich anlöten. Ja, das können wir doch benutzen, das Kabel. Du musst aber hier vor Ort löten. Ja, das geht ja. Ich habe ein langes Kabel. So, und dann sage ich dir jetzt gleich mal, welches Bremslicht ist. Passt. Ja, das ist wichtig. Komm, ich knall mal die Masse ab. Ja, die musst du hier aber abknallen, da. Klar. Oder ist das ein Stecker? Nee. Doch. Den brauche ich immer nicht. Das ist so schön gemacht hier eigentlich. Den brauche ich nicht, den Stecker. Nein, ich weiß nicht. Du musst es hier anlöten. Der taugt nichts. So. Eigentlich war der gut. Ja, aber auch nur eigentlich. Wenn du eine Buchse hast. Schon wieder eigentlich. Ich habe ja keine Buchse. Eine Buchse heißt das ja, ne? Klaus sagt immer Buchse. Eine Buchse, ja. Ja, so wird das geschrieben. Ja, das ist auch richtig. Kannst du auch so sprechen. Ja, dann hast du eine Buchse. Das ist eine Buchse. So, was ist denn nun hier, Blinker? So, ich muss mal ins Auto gehen und dann einmal bremsen, dann siehst du das ja. Mach mal. Soll ich mal bremsen? Ja, brems mal. Kommst du hin? Brems mal. Das war die Bremse. Nee. Dann ist es die Bremse, die schwarze. Ja. Gut. Okay, reicht. So, Andi, guck mal. Ja. Die sehen ja toll aus. Du. Die sind ja wie gekauft. Besser. Ja, die Spiegel gehen so auseinander. Da ist hier. Muss man das abmachen? Oh, nicht verlieren? Nein. Dann brauche ich mal einen Schraubenzieher. Hast du nicht, ne? Du. Müssen die da drauf sein, diese hässlichen Plastikkappen? Also die sind dann nicht hässlich, das sieht doch scheiße aus, wenn das so offen ist. Findest du? Finde ich gar nicht. Nein, das ist der ganze Dreck und da drum die Schraube wird. Da sind daher Ameisen und was ich alles drin. Ameisen? Ja, nee, hier so eine Ohrenkneifer. Wie heißen die? So Maden, hier die so. Wattwürmer. Nein, die so Puppen. Nee, wie heißt das noch? Ja, so für Kokons. Kokons, ja genau. Ja. Dann können sie den noch rauspulen. Dafür sind das Kokonstopper. So, ja? Nee, das kommt mir nicht da rein. Heißen die Kokons? Wo sind so Tiere? Tiere draußen. Babys. Ja. Die sind in Kokons drin. Mhm. Die kommen mir da nicht rein. Nee. Kokonstopper, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Schaut nicht hier alles rum, ne? So, guck mal, so und dann kommt das auseinander. Das kannst du jetzt anschrauben. Weißt du denn jetzt auf hier rum? So, kann man das auch nicht rum machen? Nee. Das ist Fahrzeug. Geht auch. Nee geht nicht. Nee, das musst du. So. Das ist Fahrzeugfront hier. Mhm. Ja, machen wir die mal ran. Das ist ja egal, auf welche Seite. Wir sind ja. Ja, symmetrisch. Baugleich. Oh, es ist toll, wenn man sowas anbaut, ne? Ja. Und nicht abrutschen, ne? Mit Schraubendreher. Nee. Oh, ist schön mit den Gewindehülsen. Da haben wir die Gewindehülsen reingemacht. Ja. Denn wenn du das so ins Blech schraubst, mit Blechschrauben, das ist. Dann hast du einen Gewindegang, weißt du? Ja, und das hält nicht lange. Nee. Erste.
Ja, hier ist irgendwie was drin. Die sieht auch schief aus. So ja. Bestimmt Spachtelmasse. Ja, mal so reinschrauben. Herrlich, du. So, ich kann meinen Spiegel schon ranbauen. Toll. Ich noch nicht. Die will hier nicht richtig rein, du. Jetzt musst du das Gewinde vielleicht mal nachschneiden, das da. Nee, das geht schon rein. Aber der Abstand passt hier irgendwie nicht. Hier haben wir aber zum Beispiel ein gutes Masse-Ding. Ja, das muss ja nur Verbindung haben, weil das mal so viel Farbe drauf ist. Ja. Hier zum Beispiel jetzt und so, ne? Das ist ganz oft so eine Fehleinschätzung bei Vollrestauration. Alles wird schön lackiert und versiegelt und dann und nichts hat mehr Masse. Ja, ja. Das ist auch das habe ich auch beim Kunststoffbeschichten immer. Ja, das musst du mir alles freikratzen. Aber meinst du nicht, dass er über die fetten Scharniere von der Haube seine Masse kriegt? Ja, also aber ja, weil ich sage ja jetzt, das ja, hat da ja keine Masse, wenn ich das jetzt hier genau festschraube. Das muss eigentlich muss das abgekratzt werden. Ja. Ja, wie ihr seht, ne, Jörg macht ja gerade was anderes wieder. Das wird eine Schablone fürs Nummernschild hinten. Spiegel sind fertig. Die Spiegel sind dran. Guckt euch das mal an, wie schön. Sieht man jetzt nicht, ne? Ein schönes Ensemble, muss ich sagen. Da freut sich der Wagen, dass er immer so richtig schöne Spiegel gekriegt hat. Und jetzt kommen die spektakulären Stoßstangenhörnchen. Die bauen wir jetzt an. Da bin ich ja gespannt, wie das aussieht nachher. Ist ja eigentlich alles vorbereitet, ne? Ja, da hast du Gummischeiben gemacht. Gummis gestanzt. Die kommen hier hin, damit der Karosserie nicht zerbröckelt da. Danny nicht. Dann habe ich ein Gegenstück, das kommt da von der anderen Seite. Da muss man gucken, die sind, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Die sind gebogen. Ja. Sind die beide gleich? Ja, die habe ich so. Ja, doch. Ja. Klar. Und so kommt das denn da nachher fest. Ne? Ich mach mal Schablone für Nummernschildhalter, ne? Ja, und ich nehme das denn. Willst du Pulver beschichten lassen? Das wird nachher Pulver beschichtet. Das ist auch beschichtet, Pulver beschichtet. In einer besonderen Farbe. Das ist Anthrazit Metallic Matt. Und wenn man in die Beschichtung geht und sagt, ich möchte gerne die Farbe Pornoglitter haben, dann kriegst du Anthrazit Metallic Matt. Das habe ich nämlich erfunden, den Namen Pornoglitter. Die wissen denn schon, was ich haben will. Finde ich gut. Pornoglitter, weil das so ein bisschen, da sind so Sprenkel drin. Metall eben. Metallic matt eben. So, und jetzt baue ich das an. Die setzen wir denn so weit wie möglich hier hin, damit das ein bisschen aufgeräumt ist. Und hier kommt der Bolzen hin, dann ist das doch toll. Ja. Und wenn das so in Porno-Glitter schön ist. Ja, Porno-Glitter metallic. Ja.
Super. Weißt du was, da freut sich mein Freund Herr Schröder auch. Weil er hat mich mal ausgeschimpft und hat gesagt, er findet das liederlich, wie ich meine Nummernschilder mehr anschaue. Weil das so rangeklatscht ist. Ja, weil das so achtlos, ich mache das mir so achtlos. Ohne Träger, ja. Wo das dann drauf ist. Ich habe da keinen Respekt vor, für Nummernschilder. Nee, hast du auch nicht. Nee, weil ich auch nicht. Finde ich auch scheiße. Ich finde Nummernschilder nicht scheiße. Ja. Und man versucht immer, das möglichst Beste rauszuholen. Nummernschilder sind ja von Amts wegen anzubauen. Ja. Deswegen sind mir Nummernschilder immer eigentlich total egal. Das behagt mir nicht. Nee. Ich habe mal einen 123er Mercedes lackiert. Ja. Das war so ein Dieselding. Und da hinten, kennst du, früher war das Heck dann immer schwarz verrußt. Ja. So alles schwarz von diesem. Und dann konnte man das Nummernschild auch Das nicht Nummernschild mehr. War schon fast schwarz. Ja. Dann habe ich das abgebaut, dann habe ich den ganzen Wagen angeschliffen, alles abgeklebt, habe den neu lackiert. Der hatte so ein Senfgelb. Und dann habe ich dieses schwarz-große Nummernschild da so wieder rangebaut. Wie das war. Ja, das habe ich nicht sauber gemacht. Ja, also, nee, das ist ja ein Amtskennzeichen. Genau. Das ist respektlos. Ja. Das wurde mir ja aufgezwungen. Amt gegenüber respektlos. Ja. Es wurde mir ja aufgezwungen. Ich bin nicht verpflichtet. Nee. Doch, ist man. Doch, man soll es leserlich behalten. Aber es gibt einen Paragraph, wo das drinsteht, dass nach Paragraph so und so du das Nummernschild sauber zu halten hast. Und wenn auch der. Es muss leserlich sein. Und wenn der schwarz weggeht vom Waschen oder. Ja. Wenn du es mit dem Edding nachmalst, dann bleicht das wieder aus, weil die nicht UV-beständig sind. Ja, manchmal ist die auch so, die Schrift verblichen, das Schwarze, ne? Ja. Da kannst du ja nichts für, das ist ja vom Hersteller denn. Ja, da musst du ja aber Neues holen. Ach nee, du hast ja Sorge zu tragen. Ja, eben, da bist du nämlich wieder. Nein, das Wort schon. Das ist doch scheiße. Zu Hause, hast du nicht dein Nummernschild immer mit dem Pinsel nachgemalt? Ja. Ja, ja. Guck mal. Schwarz nachgemalt. Das ist einer, der noch Respekt hat. Aber nur die Schrift und die Zahlen. Ja, das weiß ich nicht, ne? Nee. Das verbleicht auch nicht, das Weiße. Nee. Das Weiße bleibt, ja. Aber ich finde das toll, anstatt sich ein neues Nummernschild zu holen, lieber 20 Jahre lang das nachzumalen mit dem schwarzen Stift. Wunderbar nachmalen. Das darf man bestimmt aber auch nicht. Das finde ich ja von, da kommt das schöne Wort ja wieder raus, sehr nachhaltig gedacht von Tausi. Ja. Ja. Also wirklich Tausi, toll. Bitte, kannst nachmachen. Guck mal, hier ist was für deine Entspannung. Oh, das sieht aber toll aus. Zum Glück hatte ich einen Fräser gefunden, der genau den Durchmesser hat für die Lampenfassung. Schön. Das nimmst du, das ist noch scharfkantig. Auf jeden Fall hast du ja jetzt deinen Willen durchgesetzt, sodass ich meine neuen teuer gekauften Nummernschildhalterungen, Beleuchtung nicht nehmen. Nee, die nehmen wir nicht. Die sollten ja hier hin. Und dann fand Jörg die doof. Ja, ich fand die Runden so schön. Wir werden jetzt mal gucken. Das muss hier noch entgraden werden. Ja, ich hab's auch gerade. Hab ich doch du schimpfst mich doch auch immer aus, dass das nicht gerade ist. Ich bin noch gar nicht fertig, ich habe es dir nur gezeigt, so. Ja. Und du musst das gleich anfassen, ne? Ja. Sieht aber gut aus. Ja, ne? Das nimmst du mit zum Pulverbeschichten, ne? Ja, das muss bloß entgradet werden. Du, geh mal davon aus, dass ich das mache. Oh ja, hast du gut gemacht. Ich habe da ein Gefühl eingearbeitet. Ja, du bist ja schon ganz lange Elektro. Gefühlvoller Mensch. Jetzt. Jetzt passt das. So. Andi, wollen wir jetzt die Dinger hier nochmal ranbauen und dann mal aufhören für heute? Wir hören bald mal auf. Aber die machen wir noch ran, damit man ein schönes Gesicht sieht. Ja. So. Wo kommen die denn hin? Ich habe rechts und links drauf geschrieben, aber nicht fahrtrichtungsmäßig, sondern jetzt wirklich, wenn man davor steht. Weil die sind tatsächlich beide unterschiedlich. Das kann man gar nicht glauben. Ne? Tatsächlich, es ist so. Also wenn man sie andersrum einbaut, dann ist eine lose, andere klemmt. Man sieht es aber nicht. Nee, aber man merkt es, wenn man es festmachen will. Ja. Nee, dann bauen wir die nochmal rein. Am besten mit dem Gummihammer. Und dann erzählen wir nochmal, wie der Tag so war. Brill schützt das Leben ihres Sittichs. Ja, genau. Das ist eine alte Werbung von mir. Ja, kennst du das noch? Ja. Diese Hand da? Ja. Ja. Und der Vogel, piep, piep, piep. Stimmt, Alter. Brill schützt das Leben ihres Sittichs. Süß. Und dann die Hand so. Ja. Die schützende Hand. Mhm. Über und der Sittich so. Über diese kleine Eierbeine da. Stimmt, Alter. Geil. Steht dann da jetzt ein R drauf? Ja. Das ist handgedengelt, du. Aufgeschnitten und handgedengelt. Das Alu war ja echt toll zu Form. Ja. Schönes Dengel-Alu, kann man dazu sagen. Hier, die Blinker ja auch. Ja. Ne? Das habe ich da so rausgedengelt, dass die gerade sind. Weil eigentlich geht es ja da so rein. Ne? Das ging gut. Du. Komm, hier steht ein L drauf. Ja, darf ich das mal machen? Wahrscheinlich links, ne? Ja. Nee, auch wegen oben.
Loben. Nee, oben. Nee, oben. Links. Nee, oben ist das L. Ich will auch mal was machen. Ja. So was Erfreuliches. Oh, die Gummiseite muss ich. Ja. Schön. Oh, das ist toll, wie das da reinpasst. Doch. Schön doch. Ja, das Gesicht sieht ja schon mal ganz gut. Ich mach mal Licht an. Ja. Blinkt mal und so. Mhm. Gucken, was da schon geht. Mhm. Standlicht? Mhm. Hupe? Geht auch. Mhm. Ja. Warnblink? Ja. Was war das? Was waren die kleinen jetzt noch? Hier die Nebel? Sind von so einem Vier, das waren die Seiten. Nee, nee, die weißen. Unter den Hauptscheinwerfern. Das die ist Nebel. Nöbel. Aber die mache ich jetzt nicht an, weil das, wir haben ja keinen Nebel. Ja, stimmt, hast recht. Aber sonst alles gut schon. Ja. Ja, war zwar also viel, also man sieht dann ja nicht so die Summe, aber es war viel Kleinkram, was wir angepasst ja. haben. Die Spiegel genau, sind ja auch dran. Das Schlimmste war ja mit den Zierleisten, das ist alles so schön anzupassen, dass das sitzt. Auch genauso mit den Scheinwerfern. Ja. Ist alles nicht einfach, das ist alles alter Kram, mhm. aber wir haben es hingekriegt. Ist auch dran, Kühlergrill, pulverbeschichtet. Ja. Pornoglitter. Da kommt jetzt noch der andere drüber. Den lässt du nochmal neu verchromen? Ja, den habe ich da jemanden gegeben. Der hat sich ja gemeldet im YouTube-Kanal. Thomas, ne, macht das ordentlich. Hat der nicht auch den Schnorchel gemacht? Den Ansaugschnorchel? Er hat den Ansaugschnorchel gemacht und er war doch neulich bei mir persönlich. Und weißt du, was er noch gemacht hat? Ja. Er hat uns den Morini-Auspuff weggenommen. Ach Quatsch. Ja, der soll auch verchromt werden. Wenn das Thomas? Doch eine schicke Karre, doch nicht so mal eben schnell. Nee, die schnell, wird ja schnell. Die wird ja gar nicht richtig used look mehr. Ja, das ist der Rahmen schon neu beschichtet. Mhm. Aber wir kriegen die Karre schon runtergerockt, glaube ich. Wollte ich gerade sagen. Das ist, was machst du dann? Das ist so eine persönliche ja. Aufgabe. Das mache ich. Ein paar Mal auf die Fresse legen und dann geht das schon. Durch den Wald ballern. Mhm. Aber er soll hier auch wieder. Vitrill schützt das Leben ihres Cities. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist noch nicht fertig, das soll ja eine Überraschung werden. Ja, Freunde des unseren YouTube-Kanals, wir machen jetzt mal Feierabend. Genau. Danke fürs Zugucken. Bitte. Danke, bitte. Demnächst geht's weiter. Ja. Was fehlt jetzt noch? Haube vorne, hinten. Die Haube. Scheibe. Drauf. Wir müssen die Spur nochmal einstellen. Ja, die hat sich komischerweise verstellt. Vielleicht war irgendeine Schraube nicht fest. Ich weiß das Lenkrad nicht. Muss auch noch fest, ne? Ach, das Lenkrad ist immer noch nicht fest. Nein. Und ich bin schon gefahren. Doch. Oder meinst du, deswegen hat sich die Spur verstellt, weil das Lenkrad nicht fest ist? Nee, das kann nicht sein. Nee, ne? Nee, das kann ich nicht sein. Also was die Scheibe, der Rahmen muss noch gemacht werden, da müssen wir noch polieren. Da müssen die ganzen Zierleisten noch rum. Ja. Türverkleidung müssen wir noch. Die bauen wir. Die bauen wir selber, die Tür. Der Ring muss noch dran. Der Ring muss noch fest. Die hatte ich jetzt nur so rauf gemacht. Und hast gedacht, hast du das jetzt los, ne? Ja. Die Baustelle. Das waren mal Chromringe für ein Zündapp-Tarot. Ja, hast du schon erzählt. Ach so, hatte ich schon. So, und die kommen dann hier ran. Die werden so mit Bajonett nachher kommen, die da ja. rein. Da bauen wir ein Bajonettverschluss. So klick, klack. Ja. Und fallen ja auch nicht mal ab. Wir wollten doch jetzt Tschüss sagen. Ja, genau. Ja, ja. Danke nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank nochmal. Daumen hoch immer. Glocke drücken und abonnieren. Jawohl. Das kriegen wir hin. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns, dass der Kanal ja doch ganz gut läuft schon. Ja. Finde ich. Meinst du, machen wir doch irgendwie einiges richtig? Es gibt ja keine anderen Idioten, die so sind wie wir. Und deswegen werden so eine Leute immer gerne bevorzugt. Ne? Die gucken sich das dann immer an. Ja. Ne? Ist wohl ja. so. Ne? Also, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja.